Moin Moin Freunde der römischen Tanzkunst, immer wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute treffen wir einen alten Bekannten hier. Es gibt glaube ich noch wenige von euch, die die Firma Travel Lunch nicht kennen. Ja, ist eher für Outdoor geeignet, aber zählt für mich schon auch zum Thema MAE mit dazu, denn die einzelnen Rationen, die einzelnen Mahlzeiten gibt es auch in diversen offiziellen Militär-MAEs. Ich denke da zum Beispiel an den Niederlande, dort bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dort mit drin sind. Und ich glaube auch in Österreich. Allerdings habe ich ein österreichisches ME leider noch nicht dran bekommen. Wäre auch mal eine interessante Geschichte. Ja, Travel Lunch stellt in der Hauptsache gefriergetrocknete Geschichten her. Hat natürlich vom Platz her einen riesengroßen Vorteil. Aber Nachteil, ich muss natürlich immer Wasser mit mir rumtragen, beziehungsweise oder irgendwo eine Quelle finden, dass ich natürlich die Mahlzeiten auch herstellen kann. Denn das Ganze trocken zu verköstigen, ist, glaube ich, keine Freude. Jo, ich habe vor einer ganzen Weile schon einmal so ein Paket geöffnet. Es handelt sich hier um ein 24-Stunden-Paket, also eine Tagesration. Und ich hatte das letzte Mal für warme Regionen und muss ehrlich gestehen, dass ich da nicht so begeistert gewesen bin. Deswegen mal schauen, ob die kalte Region, was ich heute hier habe, das Ganze wieder ausgleichen kann. Ja, ihr seht es schon. Also grundsätzlich erstmal, das Ganze ist noch bis 15.04.23 haltbar. Wir haben jetzt hier November 22, wo ich das Ganze drehe. Also von da sollte alles in Ordnung sein. Ja, Tagespaket hier explizit für kalte Regionen. Hier haben wir Typ 1. Meines Wissens gibt es noch Typ 2 und Typ 3. Wer das weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das Ganze soll einen Nährwert von 3.276 Kalorien haben. Und hier haben wir auch nochmal den Inhalt dazu. Ja, schauen wir uns gleich gemeinsam an. 3.276 Kalorien. Ich sag mal, für den normalsterblichen Mensch, der draußen ein bisschen wandern geht oder vielleicht auch irgendwo mal draußen übernachtet, ist das ausreichend. Für einen Soldaten wäre es ein kleines wenig bisschen zu wenig. Jo, machen wir hier oben noch was draufstehen. Ja, hier haben wir nochmal den Hersteller. Und der Rückseite, das ist genau das Gleiche. Da ist jetzt nichts anderes. Und hier strahlt uns schon der Inhalt an. So, ja, drehen wir es nochmal rum. Gibt es sonst noch irgendwas da drauf, was relevant sein könnte? Nein, das Ganze kommt aus Augsburg. Also von Simbert Reiter GmbH. Genau, also eine deutsche Produktion. Das sehen wir übrigens auch hier oben. Hier haben wir den Herkunftsnachweis Deutschland und BEY ist Bayern. Augsburg ist in Bayern. Passt. So, machen wir das Ganze mal auf. Nehme ich noch mal ein Messerchen dazu. Ja. Ich werde auf alle Fälle eine Menge Wasser heute brauchen, das ist klar. Ja. Zack. So, packen wir es mal aus. Okay. Trinkchen. Das war, glaube ich, auch bei den warmen Regionen drin. So, das legen wir mal beiseite. Ja, wir haben Sesamriegel drin. Ich liebe die Dinger. Sind bestimmt nicht jedermanns Sache, weil die doch ein bisschen hart auch sind, beziehungsweise ja, zäh im Mund liegen. Ich finde die übelst geil, die Teile. Also die schmecken mir auch. Und hier sehen wir auch, die sind noch haltbar. Sollte also passen. Eins machen wir heute auf. Nehmen wir gleich das Zerbrochene hier. Und die anderen drei, das ist alles dasselbe. Die lege ich beiseite, beziehungsweise nehme die mit auf die nächste Tour. Jo, dann haben wir hier, das wird glaube ich ein Getränkepulver sein, jawohl. Kakaopuder, also ein Kakaogetränk, stand ja auch draußen dran. So, dann haben wir hier so eine kleine Tüte, die machen wir mal auf. Was sehe ich jetzt schon gerade, ich ewig rumfummel, nehme das Messer. Ja, so ein ekelhaftes Tüchel, typisch wie von der Schultoilette, nein danke. So, dann haben wir hier Zucker drin, den brauchen wir heute denke ich nicht, und Salz und Kaffeeextrakt, okay. Das probieren wir mit. So, Tüchel brauchen wir auch nicht. Das kann weg. So, und jetzt sind wir schon bei den Hauptmahlzeiten. Da haben wir einmal das Bärenmüsli. Das ist sozusagen das Frühstück, das angedachte. Also ich werde die dann euch aufmachen, zeigen, wie es im Trockenzustand aussieht. Werde dann aber einen Cut reinmachen und die fertig machen. Weil das, ich denke mal, hier werde ich ein paar Mal Wasser warm machen müssen. So, dann haben wir hier noch Beef Stroganoff mit Reis. Jo. Die Außenverpackung ist alles dieselbe. Pasta mit Käsesoße, vegetarische Art. Okay, gut, was soll jetzt an Käsesoße auch nicht vegetarisch sein? Ist jetzt, ach so. Ja, die Pasta im Prinzip, nee, na egal.
Wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Da bin ich jetzt nicht so fit in dem Thema. Und wir haben hier noch als viertes Instant Dessert Erdbeercreme. Okay, hier bin ich am meisten gespannt. Das hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Die Pasta mit Käsesoße bin ich mir jetzt nicht sicher. Beef Stroganoff hatte ich definitiv schon mal irgendwo drin. Und das Bärenmüsli ist gefühlt in jedem MRE drin gewesen, wo Travel Lunch mit dabei war. Ja, wir fangen aber mal mit dem... Nee, im Kaffee machen wir dann gleich mit warm. Heißes Wasser habe ich nämlich jetzt noch nicht gemacht. Fangen wir mal an mit dem Sesamriegel. Jo, haben wir drei Schichten drin. Meistens klebt das zusammen. Yep. Ist aber, glaube ich, nicht so angedacht. Eigentlich soll es einzeln sein. Ja, jetzt. Ja, sieht man, schön Sesam. Ist im Prinzip ja mit so einer Zuckermelasse hier zusammengeklebt worden. Sehr energiereich. Ich finde es aber auch echt lecker. Geruchlich irgendwie nach nichts. Ja, geschmacklich. Es ist halt Sesam. Also man muss Sesam lieben, dann findet man es genial. Wenn man Sesam nicht mag, ja gut. Kann man eigentlich das ganze Paket schon für die Person vergessen. So, dann haben wir hier Nährstoffpulver Schokolade. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier kaltes oder warmes Wasser benötigen. Steht nur Wasser. Das kann man wieder machen, wie man möchte. Ja, da so ein Nährstoff drin ist, machen wir das Ganze mal kalt. Und wir haben hier 150 bis 200 Milliliter. Jo, das passt ja, dann nehmen wir uns ein normales Gläsel, holen uns Wasser. So. Flip. Auf das Kante haben wir hier nicht an dem Ding. Aber wir haben hier ein Messer. Das ist auf alle Fälle randvoll, das Teil. Das liebe ich immer sowas, wenn man die Packungen auf der einen Seite cool wegen Material sparen, andererseits, wenn das so knacke voll hier ist, holen wir mal einen Löffel dazu. Ich hätte wahrscheinlich... ich hasse es. ich glaube, ich war einfach zu blöd dazu. Beziehungsweise haben wir hier auch kein Tütchen, wo man das hätte drinnen machen können. Also das mischt sich gefühlt gar nicht. Naja. Gut. Wir machen uns schon mal noch eine Tasse mit dem Kaffee. Und ich bereite das dann mal fertig zu. So, Kaffee-Extrakt erinnert mich ein bisschen an die Bundeswehrgeschichten, an die älteren Bundeswehrpakete. Der war auch, glaube ich, von Simbert Reiter die drinne. Da haben wir noch bis 25 ist das Ganze haltbar. Also auch das passt natürlich hier. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist so ganz feiner Krümelkaffee. Ja, das war gleich in der Bundeswehr war es auch so. Das habe ich gar nicht gesehen. Das wäre für zwei Tassen. Da müssen wir uns natürlich mal hier einen Pott nehmen. Papa wieder nicht richtig gelesen hier. So, jo, und ich würde sagen, ich mache mal Wasser heiß. So, Wasser ist warm. Ich bin auch ein Schlauberger. Ich wollte euch ja eigentlich das erst vorstellen und zeigen, bevor ich Wasser warm mache. Naja, machen wir halt noch einen Cut rein. So, fangen wir erstmal mit dem Getränk an. Ich habe es jetzt mit mühevoller Kleinarbeit und Gewalt jetzt hier umgerührt. Ja, ein bisschen Pulver ist verschütt gegangen. Aber ich glaube, es passt trotzdem. So, ja, sieht ein bisschen kakaoig aus, logisch. Boah. Das riecht irgendwie wie alter Quark. Probieren wir es mal. Ich weiß, warum ich mir sowas nicht kaufe. Trotz, dass ich wieder mit Sport angefangen habe. Nee. Boah. Also. Wie soll ich beschreiben? Es schmeckt schon so in die Richtung Milchgetränk, aber irgendwie Schoki schmecke ich ja gar nicht. Und das ist irgendwie so, nee, ist nicht meins. Aber ich will es euch nicht komplett vermiesen. So, jetzt haben wir den Kaffee. Den wollten wir ja aufgießen. Mit 300 Milliliter. Jo. Gut, ein Löffelchen dazu. Ja, hier irgendwie Kaffeeweißer oder Zucker oder sowas haben wir nicht dazu. Ah ne, doch Zucker haben wir dabei, genau. Aber ich trinke den dann doch lieber schwarz. Oder halt mit Milch. Ja, farblich, wenn er sich dann mal auskreiselt hier. Ja, sieht schon ordentlich nach Kaffee aus. Geruchlich, riecht irgendwie nach gar nichts. Also wissen nicht nach Kaffee. Probieren wir es. Und er ist schon relativ intensiv.
Aber das waren die von der Bundeswehr, glaube ich, auch. Also es wird eine und gleiche Charge im Endeffekt sein. Kann man trinken. Jetzt hätte man noch Zucker dazu. Würde ich hier vielleicht sogar reinmachen, weil doch relativ stark ist. Aber besser wie so manche andere Krümelkaffee, den ich schon hatte, muss ich ehrlich sagen. So, schauen wir uns die Hauptgeschichten an. Jetzt haben wir hier Beef Stroganoff mit Reis. Ja, Aufrisskanten und ich, wir sind absolute Feinde. Ach, Gerda. Einfach nicht drüber nachdenken. Das ist. Ich glaube, ich bin da einfach zu blöd dazu. Da gibt es wahrscheinlich eine einfache Lösung. So, ja, mit Zippo natürlich wieder. Hat einen Vorteil, dass wir es, wenn wir es aufgießen, wieder verschließen können und das durchziehen lassen können. So, gucken wir es uns mal an. Kann ich mir sagen, sieht relativ nichtssagend jetzt mal aus. Reis haben wir hier. Ja, ich denke, das wird dann erst eine aufgegossene Variante. Interessant. Geruchlich. Riecht es aber schon richtig geil. Also nach Rind, das passt. Stellen wir es mal beiseite. Das Bärenmüsli, ja gut, das hatte ich wie gesagt schon x-mal. Es gibt so als Schokomüsli und als Hafermüsli. Die hat scheinbar funktioniert. Ja. Ja, das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Bärenmüsli, sieht eher aus wie Apfelstücke. Ja, könnt ihr sehen. Sieht ja aus so ein bisschen wie Apfelstückchen. Naja, schauen wir dann mal. Dann hatten wir hier Instant Dessert Erdbeercreme. Ja gut, hier erwartet jetzt ein blankes Pulver, was dann natürlich erst mit Aufguss zum Endergebnis kommt. Achso, brauchen wir hier eigentlich kaltes oder heißes Wasser? Wahrscheinlich auch warmes. Ne, mit kaltem. Das können wir uns gleich machen. Seht ihr? 170 bis 190 Milliliter Wasser. Dann werden wir das natürlich gleich mal tun. Sieht aber interessant aus. Ist noch ein Stückchen drin. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt gefriergetrocknete Erdbeeren mit drin. Okay, cool. So, jetzt holen wir uns mal Wasser. Das probieren wir gleich mal aus. So, okay. Bei dem Bärenmüsli gucke ich jetzt gleich mal. Da kann man das, glaube ich, warm und kalt machen. So kenne ich es zumindest. Ich mache es eigentlich lieber warm. Das ist eine Art Porridge dann wird. So. Ich würde jetzt einfach mal rotzfrech 1 probieren, das jetzt zumachen. Ich glaube, irgendein Zuschauer hat mir das einfach reingeschrieben und dann schütteln. Ob das besser funktioniert, als wenn ich das umrühre. Nö. Schauen wir mal. Weil vielleicht schon schön gekleckert. Und es klebt ohne Ende. So. Ich weiß nicht, das ist irgendwie übelst flüssig hier. Das hat aber mit einem Dessert jetzt wenig zu tun. Probieren schon mal. Ich lasse das mal ein bisschen ziehen und rühre das noch ein bisschen rum hier. Aber irgendwie gefühlt. Ich habe jetzt eigentlich aber auch nicht zu viel Wasser genommen. Okay, vielleicht war es doch ein Stück zu viel Wasser. Lassen wir es mal stehen. Schauen uns noch das letzte an, bevor ich hier nochmal sauber mache und Wasser heiß. Das war die Pasta mit Käsesoße, vegetarisch. Halleluja. Die riecht aber schön nach Parmesan aus. Das ist so ein Reibekäse. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Und geruchlich, ja, es gibt ja auch diesen fertigen Hartkäse, der riecht auch so intensiv, das passt. Gut, ja, machen wir das Ganze mal warm. Jetzt gucke ich bloß noch bei dem Bärenmüsli fix. Ach ja, genau, hier steht es auch. Inhalt des Beutels, je nach Geschmack mit kaltem oder heißem. Wie gesagt, ich mache heißes Wasser. Und da sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jo, hab das alles mal aufgegossen. Es zieht noch ein bisschen hier in den einzelnen Packungen vor sich hin. Gerade die, ich sag mal in Anführungszeichen, Mittagsration bzw. Abendration muss noch 1-2 Minuten ziehen. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, uns mal noch das Dessert anzuschauen, ob das jetzt nun besser ist, in Anführungszeichen. Was wabert immer noch vor sich hin hier drin? Naja, vielleicht habe ich auch einfach auch zu viel Wasser genommen. Aber es wird schon ein bisschen dicker. Ja, so sieht das Ganze aus. Also ich muss auch sagen, so wirklich lecker sieht das jetzt nicht aus.
Schmeckt irgendwie mehlig. Und kurz ziehen lassen. Das hätte eigentlich auch schon längst durch sein müssen. Nee, also das ist irgendwie nicht so der Brüller. Aber vielleicht habe ich hier, wie gesagt, zu viel Wasser drin gehabt. Nee. Dem kann ich jetzt irgendwie nicht viel abgewinnen. So, stellen wir es mal beiseite. Und widmen uns dem Müsli. Das sollte ja auch nicht lange ziehen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das haben. Nee. Nee. Das letzte natürlich in der letzten Ecke. So, Bärenmüsli. Genau. Ja. Das mal auf. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ist ganz schön fest geworden. Ja, sieht auch gut aus. Hafer ist auf alle Fälle mit drin. Sonnenblumenkerne. Äpfel. Wo hier Beeren sein sollen. Mal schauen. Okay. Also Äpfel schmeckt man durch. Aber Beeren? Wo sollen hier Beeren sein? Wahrscheinlich das hier. Probieren wir mal. Ja, also sorry Leute. Es schmeckt nicht schlecht. Könnte man noch ein kleines Zucker reinmachen, dann wäre es, glaube ich, optimal. Es schmeckt schon gut. Es schmeckt aber sehr nach Hafer und Apfel. Das war's. Und wenn wir jetzt mal auf die Zutaten schauen. Haferflocken, gefriergetrocknete Apfelstücke. Ja, das ist genau das, was ich im Prinzip gerade sage. Magermilchpulver, okay. Trockenfruchtmischung. Erdbeer 4%, Himbeer 1%, Sonnenblumenkerne. Na, also das Bärenmüsli zu nennen, wenn hier 4% Erdbeer und 1% Himbeer drin ist und der Rest ist Hafer und Apfel, naja. Ihr kennt, glaube ich, jetzt meine Meinung nach meiner Reaktion. Ohne Worte. So, gucken wir uns den Beef Stroganoff an mit Reis. Hatte ich auf alle Fälle auch schon mal in irgendeinem Army-Paket drin gehabt, in einem richtigen MRE. Und das war, glaube ich, ziemlich gut. So, schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht auf den ersten Blick auch richtig gut aus. Holen wir das Ganze mal ein bisschen was raus hier. Jupp, so sieht's aus. Oh, riecht auch sehr würzig, sehr intensiv, so ja, Richtung Wild, Wald. Probieren wir. Gut gewürzt. Hier müssten, glaube ich, auch Pilze mit drin sein. Können wir mal schauen. Reis, Rindfleisch, Palmfett, müsste jetzt nicht unbedingt sein. Dann Butterpulver, Sahnepulver. Nee, Pilze sind keine drin. Ich bin mir aber ein, jetzt wo ich das gerade sage, dass ich schon das letzte Mal gedacht habe, hier sind Pilze drin und keine gefunden habe. Ach doch, hier, Champignons. Also manchmal ist man auch blind. Okay. Ja, ich finde, es schmeckt und riecht auch pilzig. Aber echt geile Geschichte. Als bisher das Beste von dem Paket. Ohne Zweifel. Ist auch wirklich gut durchgezogen. Nach, naja, 4-5 Minuten kann man sagen. Hier steht 5 bis 10. Bräuchte man gar nicht. Okay. So, jetzt haben wir die Geschichte hier. Pasta mit Käsesoße, vegetarisch. Also was jetzt hier vegetarisch sein soll, erklärt mir das gerne. Also für mich ist Käse und Pasta immer vegetarisch. Aber ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Vegan ist es nicht, weil ja in der Pasta Ei drin sein könnte. Und Käse ist logisch, dass es nicht vegan ist. Das ist logisch. Aber wie gesagt, vegetarisch sollte es eigentlich sein. Außer man nimmt wieder irgendwelche Geliermittel in unseren Käse hier rein. Das weiß ich natürlich nicht. So, ja, so sieht das Ganze aus. Dann können wir mal hier reinfüllen. Relativ flüssig, auch flüssiger wie das andere. Schmeckt interessant. Geruchlich finde ich. Riecht's jetzt. Na doch, der Käse kommt durch. Aber schwächer wie vorher. Und es schmeckt schon extrem nach dem Käse. Aber richtig geile Geschichte. Top für mich das andere trotzdem nicht. Es ist sehr, sehr lecker. Aber ich finde das Beef Stroganoff besser. Aber coole Geschichte. Also die beiden Portionen würde ich mir auch so mal kaufen für eine Tour oder was unterwegs. Die schmecken, finde ich geil.
Wie gesagt, die anderen beiden, das Bärenmüsli hat für mich mit Bärenmüsli nichts zu tun. Und diese Erdbeercreme, das ist eine Katastrophe. Aber vielleicht habe ich die auch falsch zubereitet. So, kommen wir zum Fazit des Ganzen auch schon. Ich muss mal sagen, für 24 Stunden, also es würde für mich würde es reichen. Wie gesagt, wer jetzt wirklich alpin irgendwo wandern geht oder da Sport betreibt, wird es eng. Für mich, ja, die Sesamriegel, ich liebe sie. Wer es nicht mag, finde ich natürlich ein bisschen schade, dass es hier nur 4 Sesamriegel gibt und keine andere Auswahl. Es gibt ja auch noch Buchweizen oder irgendein Energieriegel oder ein Schokoriegel oder irgendwas in der Form wäre hier so ein bisschen als Variante besser gewesen, dass man es ein bisschen mischt und nicht nur eins reintut. Das Getränk ist eine Katastrophe, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Geschmacksempfindung. Hauptmenüs, die beiden hier, die Nudeln und das Trocanoff, extrem lecker. Die anderen beiden Sachen, wie gesagt, waren jetzt nicht so meine persönliche Geschmacksgeschichte. Klar, man muss sich bewusst sein, man kauft hier natürlich bewusst gefriergetrocknete Sachen. Haben den Vorteil, die halten natürlich eine Weile länger. Haben natürlich den Vorteil, dass auch wenig Gewicht ich mitschleppen muss. Wenn ich das jetzt alles schon zubereitet hätte, wäre es deutlich schwerer, das Paket, logisch. Aber Nachteil, ich muss natürlich irgendwo eine Wasserquelle haben oder eben dann das Wasser mittragen, um die Gerichte natürlich auch fertig aufbereiten zu können. Und das ist natürlich schon eine Kunst draußen, gerade auch hier, wo ich warme Sachen, warmes Wasser brauche. Naja, da müsste ich ja irgendwo noch einen Kocher oder irgendwas mit haben. So, und da geht's weiter. Haben wir hier keine Erwärmungsmöglichkeiten dazu. Ein paar Espe-Tabletten oder selbst wenn es nur Streichhölzer wären, wäre schon eine coole Sache, dass man das wenigstens hier mit dabei hätte. Haben wir hier leider nicht. Ja, macht es Sinn, das mit auf eine Tour zu nehmen? Grundsätzlich schon, dafür ist es ja auch gedacht. Es hat halt wenig Gewicht. Muss mich dann halt nur um das Wasser mir klar sein, dass ich das ranbekomme. Macht es Sinn, sich das einzulagern? Finde ich nicht. Dann machen für mich die Bundeswehr-E-Pass, die auch fertig sind, mehr Sinn. Ja, aber das ist wie gesagt meine Meinung dazu. Lasst ja eure Meinung wie immer gerne in den Kommentaren da. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um den Kanal weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.